So! Eltonen, Matenpäckchen! Endlich! Ich tue hier schon Zeug auf die Seite stellen. Und jetzt hole ich es nochmal vor. Ich habe so lange gebraucht für das Eltonen, Matenpäckchen, aber jetzt packen wir es aus. Ich habe hohe Freude dran, aber wirklich, endlich kann ich es auspacken. Wir holen es. Moment. Oh, meine Kopfhörer sind zu lang. Es ist immer noch so fuck schwer. Oh, habt ihr mein neues Pult? Ja, sogar. Es ist wirklich so fucking schwer. So, wir packen heute das ominöse Eltonen Matenpäckchen aus. Im Livestream zusammen mit euch. Ich glaube, der Chat hat Lust zu wissen, was drin ist. Chat, wie sieht es mit euch aus? Habt ihr Lust zu wissen, was drin ist? Der Schweizer 2.0 schreibt schon nein. Perfekt. Also können wir schon absolut was sein. Nein, also kurze Vorgeschichte zu mir und Eltonen Maten. Ein paar haben vielleicht mitbekommen, dass ich das Getränk recht hart und pushen bin. Warum ist das so? Ich kann euch das kurz erzählen. Der Chat muss sich das vielleicht schon das zweite Mal anhören. Und zwar folgende Hintergrundgeschichte. Wie ein paar vielleicht ja wissen, habe ich eine Lehre gemacht. Habe ich die BMS noch gemacht. Und dort ist es so, dort macht man so Projekte, also Projektabgaben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Beste, wenn es um Projektabgaben geht. Das heisst, ich muss sehr, sehr oft Nachtschichten machen. Und ich habe dann irgendwann mal, also ich habe mich natürlich mit Kaffee gepusht, mit Energy, dies, das, jenes. Auch Guarana finde ich sehr, sehr cool. Und irgendwann bin ich aufs Eltonen Mate gekommen. Das ist das Getränk, das Mate drin hat und glaube noch ein bisschen Guarana. Und habe das einfach trinken und habe das sehr, sehr geil gefunden. Also geschmacklich wie auch vom Koffeinboost her. Und seitdem trinke ich das eigentlich immer. Oder es ist so mein Favorite. Oder es ist so mein Liebling. Nein, wie soll ich das sagen? Oder es ist so mein. Mir fehlen die Worte, Chat. Oder es ist so mein absoluter Favorite Süßgetränk zum Trinken. Und dann habe ich das eben ab und zu mal im Livestream getrunken. Dir hat ein paar Stories gemacht und Eltonen Mate geschickt. Ich habe das auch gemacht. Und dann haben sie mir irgendwann geschrieben, ja, wir haben gesehen, dass du dieses Getränk sehr gerne hast. Und wir schicken dir jetzt darum ein Päckchen. Und sie haben es ein bisschen übertrieben. Nicht im negativen Sinn. Aber sie haben mir wirklich sie haben mir wirklich ein sehr heftiges Päckchen geschickt. Und das tun wir heute auf. Das mal ohne technische Fehler. Also Leute, ich habe das Päckchen schon seit 3 Wochen da. Ich habe noch nicht einmal reingeschaut. Es ist noch verschlossen hier. Und wir machen das jetzt auf. Chat, habt ihr Lust? Let's go! Ein originales Schweizer Sackmesser vom Vierwaldstättersee. Schweizer Sackmesser, immer gut für so Zeug. Ah, ich bin ein bisschen nervös, Chat! Wir haben 53 Leute, die zuschauen, die wissen, was in diesem Päckchen drin ist. Ich bin ein bisschen nervös. Ich mache den Rest. Ich mache den Rest Schnitt. Oh! Ja! Yeah. Ich will wissen, was da drin ist. Komm. Der Finalschnitt. Aber ich warte schon so lange auf diesen Moment. Oh mein Gott, Chat. Das Päckchen hier habe ich von Eltonen Mate geschickt. Das Päckchen habe ich zwar von Eltonen Mate. Ich darf nicht Mate sagen. Habe ich von Eltonen Mate! So, oh, hallo. Habe ich von Eltonen Mate. Hallo, kann ich noch reden oder was? Also nochmal. Das Päckchen habe ich zwar von Eltonen Mate bekommen. Aber es ist keine bezahlte Werbung. Also ich habe weder eine Partnerschaft mit Eltonen Mate. Sie haben wirklich einfach. Sie haben wirklich einfach gesagt, wir haben Lust, dich zu unterstützen. Und ich habe gesagt, hey, liebend gern. Also das hier, das Päckchen habe ich bekommen. Für das habe ich nichts bezahlt, so ehrlich bin ich. Aber ich bekomme schon kein Geld. Also für das ich das jetzt so in die Kamera reinhabe, bekomme ich kein Geld. Mariella sagt, Relia verschnurrt sich ja mega viel. Ja, ich bin ehrlich gesagt keine Schnurri. So, wir gehen auf. Oh! Oh, 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 ich sehe schon etwas. Chat! Seid ihr ready? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verpackungsmaterial, Chat! What a game! Du zählst mal hier das ganze Verpackungsmaterial raus. Holy shit, Chat, Mann! Schau, wie erfreut er wird. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr freut. Also, ich bin wirklich sprachlos, dass da alles drin ist. Wir fahren mit einem Sixpack Fläschli Eltonen Mate. Super nice, habe ich noch nie gehabt. Und zwar das Eltonen Mate Team, grüß Gott an euch, merci viel mal, haben wir hier dreimal, wie heisst das eigentlich? Dreimal Original rein da und dreimal Mate und Ginger. Ehrlich gesagt habe ich das Blau ein bisschen lieber, aber es ist eigentlich gesagt, die Geschmackssache, ich trinke das Orange auch. Darum hier ein Sixpack Fläschli, merci viel mal. Ein Jahr Pornhub Premium. Ja, das würde ich da innen wahrscheinlich nicht finden. Na, mit was geht's weiter? Oh mein Gott!
Sie haben sogar ein Kärtchen geschrieben. Hure herzig. Ich lese es vor. Kärtchen. Seht ihr das? Ja, ihr seht. Sie haben ein Kärtchen hier geschrieben und zwar... Sie schreiben... Hey Elia. Das nächste Mal, hey Elia, dann haben wir das auch gelernt. Spass. Nein, also, hey Elia. Ich kann es nicht lesen, das am nachher Stunde Livestream. Ich lese es einfach so ein bisschen hepp-klepp. Ich kein Problem beim Lesen. Dass auch nach einer Stunde Livestream noch magst, haben wir dir ein paar L-Tony Mate eingepackt. Nice. Und dass du Mate nicht mehr mit einer Frucht verwechselst, yep, wir haben das Video gesehen. Hä, habe ich Mate mit einer Frucht verwechselt? Peinlich. Ja, wir haben das Video gesehen. Haben wir auch noch einen Mate-Tee von unserer Farm in Argentinien dazu gelegt, wo wir auch in unserem L-Tony Mate brauchen. Liebe Grüße aus Luzern. Cheers! Oha, oha. Merci vielmals, liebes L-Tony Mate-Team, für das nette Briefli. Ich glaube, das hängt mir irgendwo an die Wand. Das ist geil. Vor allem die Karte finde ich noch nice. Ich habe scheinbar Mate mit einer Frucht verwechselt. Also ich habe natürlich gewusst, dass es keine Frucht ist, sondern was habe ich jetzt geschrieben? Sondern Teeblätter. Man kennt ihn. Und sie haben auch schon das passende beigelegt. Sie haben es gesehen. Sie schicken mir originale Puerto Mate Blätter. Nehme jetzt mal an. Das Original aus Südamerika. Also dass man mit, das sind Mateblätter, also richtige Mateblätter. Nicht L-Tony Mate-Blätter, logischerweise. Sondern wie man eigentlich Mate-Tee macht. Und ich sehe schon, hier drauf ist ein Flüge. Ganz weird. Sie haben mir eigentlich Mate-Blätter geschickt, zum Tee machen. Und das finde ich sehr nice. Das habe ich noch nie gehabt. Also man kann das in einem Teesieb oder traditionell machen. 2 Teelöffel Tee auf 1 Liter Wasser. Zieht sie 2 Minuten. Ich habe mega Bock, das auszuprobieren, aber das wäre ein viel Aufwand mit Wasserkocher. Aber trotzdem, merci vielmals, das werde ich ausprobieren, vor allem glaube ich, im Winter. Das wird nice. Chat, das wird nice. Super Sache, habe ich sehr, sehr gefreut. Oh, Teestunde mit Melia, mach mal einen Stream. Ja, wir können mal so Tee aufgießen Stunde machen. Genau. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Verpackungsmaterial. Dann haben wir L-Tony Mate Sticker. Und dann sehe ich hier ein Büchlein. Ah, okay. Also sie haben so ein Büchlein hier mitgeschickt, wo sie quasi so Trinkzutaten bzw. Alkoholische Getränke mit einem L-Tony Mate empfehlen zum Mischen. Also zum Beispiel, es gibt den Gin Tony, wo man Gin drin tut, L-Tony Mate und einen Zitronenschnitz. Und dann hat man den. Voilà. Ich werde zwar wahrscheinlich kein Alkohol dazu mischen, weil ich das roh sehr gerne habe, ohne Alkohol drin. Und ich trinke schon nicht so viel Alkohol. Aber trotzdem, merci vielmals für die Anleitung da. Telia. Jetzt wollt ihr mich noch einfach mobben mit diesem Spitznamen. Also ganz ehrlich. Dann haben wir noch mehr Sticker. Wo ich nicht weiss, was mit diesen ganzen Stickers soll, aber das ist auch gut. Und dann, last but not least, hure viele Dosen L-Tony Mate. Also, ich müsste jetzt alle schnell rausräumen, um zu schauen, wie viel das sind. Also, sie schicken mir 1 Dose, 2 Dosen, 3, 4, ich habe gar keinen Platz, 5, 6, 7, 8, ich bin noch lange nicht fertig, Chat, 9, 10, noch richtig zählen, wäre ein Vorteil, 11, 12, 13, 14, 15, 16! That's it! Aber das ist sehr viel! Und? Es... Oh! Oh, das war jetzt ein bisschen peinlich. Und dann noch ein Zudelschen. Es war vielleicht nicht die beste Idee, das hier zu machen, aber wir haben auch noch ein Zündhölzchen. Gut, ja, das ist es eigentlich mit dem Päckchen. Nochmal, merci vielmals an L-Tony Mate und auch merci an Stream, dass ihr mir das überhaupt ermöglicht habt. Nur dank euch habe ich eigentlich das Päckchen überhaupt bekommen. Darum, merci vielmals an das ganze L-Tony Mate Team. Ich werde mir jetzt ein L-Tony Mate auftun. Aber zuerst will ich das Päckchen hier weg. Also, merci vielmals an das ganze L-Tony Mate Team. Für die, was ist jetzt, die 16 Mates inklusive Glas und der Tee. Hure nice. Also wirklich, merci vielmals als ganze Team, merci vielmals alle Zuschauer, die das Ganze gepusht haben. Und jetzt gönne ich mir gut ein L-Tony Mate. Let's go.
Oh ja. Oh ja, Chat. Köstlich. Oh ja, das ist geil. Oh ja, das habe ich schon lange getrunken. Köstlich, möglich. So.